Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft ISS. Heute werden wir uns mal an den Raumanzug machen. Der sieht ultra nice aus. Und auch noch ein bisschen an die Solaranlage, Stromanlage auf dem Dach. Wir werden noch mehr Energie besorgen. Wir werden Energiespeicher besorgen, die bis zu 1,5 Millionen F noch zwischenspeichern können, sodass wir hier auf jeden Fall vernünftig versorgt sind. Und was damit auf sich hat, das seht ihr jetzt in diesem Video. Deswegen bleibt dran. Außerdem gibt es heute wieder ein Livestream. Wahrscheinlich so wieder gegen 20 Uhr plus minus ein bisschen. Davor spielen wir Gold Rush. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut vorbei auf Twitch. Und dann geht's los mit dem Video. Falls ihr neu seid, keine weiteren Folgen verpassen wollt, ihr wisst Bescheid. Gerne Kanal abonnieren, dann landen die in der Abo-Box. Hilft mir extrem. Euch auch. Vielen Dank. Und jetzt geht's los mit dem Video. Go, go. Dann fangen wir an mit den nächsten großen Steps. Ich habe die Treibstoffproduktion automatisiert. Also zum Teil zumindest. Wenn wir Kohle vorne reinschmeißen in den Pulverizer, da fängt's an. Hier wird dann Pulverized Coal gemacht. Das geht an die Maschinen daneben. Ich habe mit In- und Output in der Configuration festgelegt. Hier kommt Pulverized Coal rein. Dann hier in die Fracturing Still. Da kommt dann Liquefacted Coal. Da wird Naphtha produziert und hier wird dann Naphtha produziert zu Refined Fuel. Und das einfach nur, indem ich vier Maschinen daneben gepackt habe. Ich habe noch einen zweiten Fracturing Still eben gecraftet, damit das hier vernünftig klappt. Strom kommt einfach von oben. Ja, und von der Seite können wir jetzt eigentlich einen Tank machen, wo wir den Treibstoff reintransportieren. Wir haben doch auch schon hier für die Maschinen verschiedene Tanks gemacht. Hier einen Portable Basic Tank. Wie viel passen da rein? 20 Millibucket hier. Pass auf, da können wir doch mal hingehen und uns einfach so einen Tank machen. Warte mal, können wir den upgraden dann noch? Ich glaube, wir können den auch gleich upgraden. Sekunde. Also das Ding, ein Redstone-Servo nehmen wir. Und dann hier so ein Portable Tank her damit. Kann ich den upgraden? Nein. Den kleinen ist egal. 20 Eimer, die da reinpassen, das passt. So, und wenn alles klappt, kann ich Output, ja, ich kann Output rechts machen, hier. Ja, jetzt passt hier alles rein. Perfekt. Treibstoff produzieren in Kammer. Jetzt muss ich hier die ganze Zeit nur Kohle reinschmeißen. Und die Kohle wird halt produziert mit Charcoal und Moonrock. So wie es aussieht. Ja, den Rest, der kommt hier oben auch wieder raus. Ansonsten habe ich ein bisschen an der Stromproduktion gearbeitet. Ich habe weitere Advanced Solar Panels. Habe ich noch irgendwo was anderes hier gehabt? Gerade nicht sicher. Im Kompressor, da ist noch weitere Kohle drin übrigens. Ja, wir können hier nochmal Charcoal rein. Ich muss wegen Strom ein bisschen aufpassen, weil da habe ich immer ein bisschen ein paar Shortages. Hier, der kommt raus. Okay. Dann, ja, stimmt. Advanced Wafer brauche ich noch. Ich muss noch zwei Advanced Wafer machen. Da kann ich nochmal so ein Advanced Solar Panel machen. Und die Wafer gingen mit Silicon, Redstone, Repeater und Dia. Redstone, Silicon, Repeater habe ich hier. Und Dia. So, und dann gehe ich mal ganz kurz hier rein. Achtung, seid ihr bereit für die schnellste Füllung ever? Achtung. Boom. Alles in den Slots drin. Und jetzt wird es hier richtig durchkommen. Also, drei von den Advanced Wafern kommen jetzt raus. Ich habe mir noch nochmal neuen Stein hier gemacht, damit wir Repeater machen können. Die, ups, wo haben wir es? Da müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Ich habe zu wenig Cleanstone gehabt. Ah, mein Redstone. Nee, mein Redstone. Zu viel Redstone. Da tue ich wieder zurück jetzt gerade mal hier. Zack, Repeater. So machen wir das. Zack, Repeater. Auch die restlichen. Repeater kommen rein. So, damit wird jetzt ein bisschen mehr. Naja, reicht nur für fünf weitere. Ist egal. Ja, jetzt habe ich Advanced Wafer und dann habe ich nochmal weitere Solarpanels. Wer hätte gedacht. Rein damit und rein damit. Sehr gut. Und jetzt muss ich nochmal gucken. Habe ich noch irgendwo Cluster? Ich habe noch genau drei Energy Storage Cluster. Die schalte ich oben mit dazwischen. Vielleicht finde ich irgendwann nochmal einen vierten. Oh nein, ich werde die nicht craften, ist mir zu teuer. Ich finde die einfach aus den Ruinen da oder sowas. Oh, und wenn ich losgehe, ich brauche noch Wire. Ja, brauchen wir die dicken hier. Und wir brauchen auch noch, wir können die Teile hier machen. Eins, zwei, drei, vier brauchen wir. Und wir brauchen jetzt noch hier nochmal so ein Kabel. Besten Dank auch für vier. Schön. Vier davon, drei davon. Und noch ein weiteres Kabel. So. Energieproduktion wird vergrößert. Und zwar um ein ganz gutes Stück. Dafür zu fahren im Aufzug hoch. Ich müsste eigentlich mal woanders so einen Aufzug noch hinbauen oder sowas. Dort verlange mal hoch zu eiern. So, pass auf. Advanced Solar Panels. Die sollen den Energieoutput nach hinten haben. Also da kommt einer dran und da kommt einer dran. Genauso wie auf der anderen Seite auch. Hier einer dran und da einer dran. Dann brauchen wir jetzt hier einen. Einmal reingebuddelt, da einmal reingebuddelt, den raus. Nein. Aluminium Wire packen wir rein. Und
Hier kommt jetzt ein Storage Cluster, wo ich mit der Wrench natürlich noch anpasse. Nämlich so. Genauso können wir es meinetwegen. Machen wir dennoch. Ich lasse vorne mal frei. Vorne lasse ich mal frei. Ich habe ja, wie gesagt, nur jetzt drei von den Dingern, nicht vier. Rot muss nach hinten zeigen. Perfekt. Loch einbuddeln. Loch einbuddeln. Und jetzt möchte ich ordentlich Saft haben hier bei mir, bei den Maschinen. Ein Hoch auf die Energie. So, die sind angeschlossen. Dann hier hinten auch nochmal. Angeschlossen. Und hier wird auch angeschlossen. Nur ohne Puffer. Und jetzt habe ich alle Kabel komplett aufgebraucht. Wenn ich mal wieder was finde, kann ich das da, ja, hier anpacken von diesem Storage Cluster. War schon gut. So, jetzt habe ich die Produktion von, wie viel hatte ich? Drei Stück. Ich habe die mehr als verdoppelt. Wir haben jetzt sieben dicke Solarpanels da oben dran. Das ist nett. Übrigens, wegen Luft. Ich habe jetzt hier diesen, ich habe einen Überschusstank. Das heißt, ich muss jetzt nicht warten immer, sondern ich kann einfach reinschmeißen, wieder weitergehen direkt. Genau. Da habe ich durch die Questbelohnung gekriegt, ja. So, bei der Automatisierung habe ich gedacht, dass ich einen Fluid Duct nehme, um Flüssigkeit zu transportieren, aber brauche ich nicht. Kann ich gleich raustun. Übrigens, ich habe noch ein Naphtha Bucket. Da hier jetzt gerade Raketentreibstoff produziert wird, kann ich diesen Naphtha Bucket auch mal hier reinkippen, eigentlich. Genau. Mach mir Rocket Fuel, besten Dank. Ich habe noch nichts Automatisiertes, dass ich Sulfur rausnehme oder auch hier nicht dieses, auch Teer nicht. Ich weiß nicht, wofür man Teer machen kann, aber oder für den brauche ich es aber egal. Gut, dann habe ich noch wieder massig Fortschritt gemacht. Mir fehlt noch eine Sache. Ich würde mich mal an den Tier One Space Suit dran machen, okay? Ich glaube, der war nicht so teuer, auch nicht, wenn ich jetzt hier das Tier One Space Suit. Danke. Tier One Unprepared, Tier One Space Suit. Wir brauchen diesen Unprepared, der eigentlich nur aus Tin oder was auch immer gemacht wird, Aluminium. Pass mal auf. Ja. Aluminium, Rüstung, Hose. Nee. Ich brauche Aluminium-Ingots. Das geht so nicht. Wir brauchen mehr Aluminium, please. Und deswegen, ich habe ja noch einen zweiten Arc Furnace gemacht, damit wir jetzt hier durchheizen können. Ja, damit. Volle Möhre durchgeheizt. Ja, jetzt sollte man richtig fix hier kriegen. Das müsste eigentlich schon für den Suit ausreichen. So. Tier 1. Da haben wir es doch. Dann die Hose. Perfekt. Und dann brauchen wir die Schuhe. Auch perfekt. Leute, ein Hoch auf das Simple Storage System, dass wir so früh schon im Game Auto, also hier so schnell craften können im Lagersystem. Es ist so verdammt angenehm. Ich werde es auch noch 70 Mal sagen. Gewöhnt euch dran. Als nächstes brauche ich Armor Layer. Das geht aber mit Aluminium in einem Kompressen, ne? Ja. Aluminium Kompressen gibt Armor Layer. Und die machen wir jetzt auch mal hier. Ja, mach mal hier vier Stück oder so. Jetzt haben wir eins davon. Ups, nein. So jetzt. Machen wir vier Armor Layer. Dann im nächsten Schritt kann ich auch mal gucken. Ich brauche nicht. Aber ich brauche noch einen Radiation Layer, ne? Also, ja, ein Radiation Layer. Dafür brauchen wir Aluminium, Papier und Compressed Iron. Das heißt, Aluminium kann ich im nächsten Schritt direkt auch schon mal weiter kompressen. Und Papier brauchen wir auch. Und Papier machen wir folgendermaßen. Wir gehen hin, holen hier Oak Wood. Wood, Wood, Wood. Und das wird. Kann ich das eigentlich durchpulverisen? Oder. Kann ich das durchpulverisen? Ich glaube, ich kann es durchpulverisen. Dann muss ich es nicht abbauen. Kriege ich jetzt auch hier Sägemehl raus? Nicht der richtige, glaube ich, ne? Kann ich da Papier draus machen? Nein, ist nicht der richtige. Doch! Okay, nevermind. Geht. Hab nichts gesagt. Wir können damit Papier draus machen. Aber der andere Sawdust sieht ja nicht anders aus. Dust. Wood Chippings. Da. Also man kann also Wood Chippings von Excompressum und von diesem Sawdust Papier machen. Also wenn beides geht, ist okay. Ja, funktioniert beides. Und dann sollte ich jetzt gleich alles fertig haben. Wir können direkt den Armor Layer machen. Oh, ist auch noch Kohle fertig. Armor Layer sind fertig. Besten Dank. Und hier oben Aluminiumplatten. Besten Dank. Wir sind richtig fix unterwegs. Wir haben noch hier noch Wafern alles drin. Kann ich auch mal rausholen. Da ist Aluminium drin. Da ist Zeug drin. Und Level Up. Wir sind Level 35. Ich kann mit den Level aktuell noch nicht viel machen. Lass ich einfach mal so stehen. So, dann schmeißen wir alles raus, glaube ich. Genau. Und jetzt geht's, wie jetzt, wo? Tier 1, Tier 21. Ne, so weit sind wir noch nicht.
Tier 1 Spacesuit. Stopp. Ah, den Radiation Layer. 1, 2, 3, 4. Warte mal kurz. 4? Oh nee, ich habe schon wieder kein Compressed Iron. Was ist denn das hier? Das ist ein Trauerspiel. Ich verheize so viel Materialien. Komm schon, ein Iron noch und dann haben wir es. Dann bauen wir uns jetzt den Spacesuit komplett fertig. Dann haben wir es auch komplett. Oh ja, der Kompressor ist ganz gut dran. So. Tier 1. Ich muss jedes Mal neu eingeben. Löscht sich das? Oder kann man das machen, dass das drin gespeichert bleibt? So, Radiation Layer. Hier gibt es verschiedene, ne? Was ist der Unterschied zwischen hier? Ah, weil der eine ist vollgeladen. Okay. Habe ich den Helm? Habe ich die Brustplatte? Habe ich die Hose? Ja, es ging jetzt auch schnell mit Craften. Hose und die Schuhe. Und jetzt bin ich endlich ein Astronaut, weil ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Ich habe eigentlich keinen Astronautenanzug an. Oh. Chapter completed. Asteroiden. Wir haben es. Sehr gut. Jetzt ist das Questbuch hier abgeschlossen. Auch ein Meilenstein geschafft. Ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Das, was ich anhabe, war die ganze Zeit kein Raumanzug. Das war meine Thermounterwäsche. Ich bin also gerade die ganze Zeit in Minecraft mit Unterwäsche rumgehüpft. Und jetzt ziehen wir die Rüstung hier an. Warte mal ganz kurz. Gibt's hier nicht... Kann ich nicht hier... Jetpack. Och Mann, jetzt muss ich... So, das ist mein Raumanzug. Ich muss aber wählen zwischen Jetpack und zwischen Chestplate. Kann ich das nicht irgendwie integrieren? Hat das nicht zufällig einen... Nee, hat's nicht. Ja, können wir uns überlegen. Auch hier muss ich Strom speichern. Also, nur so nebenbei. Ich bin die ganze Zeit Thermounterwäsche rumgelaufen. Das ist mein Spacesuit. Da habt ihr das. So, ich kann mich hier draufstellen. Und jetzt wird hier gecharged, ne? Oder? Nee? Doch. Aber die Schuhe zuerst. Und dann kann ich Module installieren. Da kann ich dann auch mit fliegen wahrscheinlich. Ja. Wie sieht es denn hier oben aus mit dem Energiespeicher eigentlich? Der wird ein bisschen gedrained. Ist aber okay, weil ich muss ja gar nicht mehr oben ran. Also jetzt... Da zapfe ich nicht mehr dran eigentlich. So, die Schuhe füllen sich auf. Hose hat sich aufgefüllt. Perfekt. Rewards zu claimen von dem Spacesuit. Und zwar, also ich habe hier gerade von das geclaimed, da gab es irgendwie zwei Stoneplates. Bei der Armory ist hier ein neuer Tab offen. Und Tier 1 Spacesuit, habe ich alles gemacht. Rare Reward. Pristine Ghastmatter, auch okay. Und im nächsten Schritt, naja, der ist teuer relativ. Tier 1 Spacesuit Jetpack, Chestplate. Das heißt, hier ist ja gerade kein Jetpack drin. Aber ich kann Jetpack integrieren. Das muss ich aber machen, indem ich die Suit nehme und mit Heavy Rocket Engines bearbeite. Ich habe ein bisschen Dash übrig. Also es wäre im Möglichen. Ich habe 16 Dash hier. Sollen wir das machen? Also laut Quest ist es ja. Und wir finden später auch noch Dash. Wo gibt es denn eigentlich Dash? Gab es Dash nicht eigentlich auch bei Asteroiden? Naja, also es gibt's glaube ich auf dem Mars, soweit ich weiß. Auf Mars müsste es Dash geben. Da sind wir aber lange noch nicht. Planet Exploration, oh, da geht's jetzt gleich los hier, ne? Da geht's gleich los hier. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll. Soll ich jetzt die Space Station als meinen Heimatort machen? Ich glaube, ich würde das so machen. Auch wenn ich zur Erde fliege. Ich würde auf der Erde gar keine Basis machen. Ich würde weiterhin auf der Space Station hier leben. Problem ist nur bei dieser Space Station, dass wir damit nicht weiterreisen können. Das heißt, wir müssen immer zum Asteroidengürtel fliegen. Unser Zuhause wird der Asteroidengürtel sein dann später. Übrigens, da oben seht ihr den kleinen Punkt? Das ist die Erde. Man kann die Erde von hier sehen, so als Planet da oben. Cool. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir uns das Jetpack mit links. Und dafür brauchen wir Tier 2, Tier 3 eigentlich. Wir brauchen Tier 3 Duty Plates. Und wir brauchen 8 Dash Plates. Electric Compressor. Okay, müssen die einfach nur so reinlegen. Macht der ein oder zwei? Ein oder zwei? Okay, macht's. Ich will nicht so viel Dash verschwenden, deswegen, das war schon richtig. Jetzt noch eins durch. Da kommen 4 Platten raus, oder? Ah, nee, sind noch 2 auf einmal durch. Okay. Aber Leute, ich habe einfach alle Materialien schon bereit. Auch hier von den Teilen. Das geht so wahnsinnig schnell. Ich habe noch Heavy Duty Blades gehabt. Ich habe noch Meteoric Iron gehabt, weil ich mir das aufgehoben habe. Immer schön vorbereitet. Und jetzt können wir hier Tier 3 Plates schon machen. Tier 3 Heavy Duty Blades. Was ist da los? Und da können wir uns dann die Rocket Engine machen. Ja. Und das alles andere haben wir. Oxygen Vent. Easy peasy. Kriegen wir hin.
Und Batterien habe ich eigentlich auch. Ich muss mal gucken, ob ich so viele habe, weil ich habe nicht alle mitgenommen. Es gibt welche in Ruinen drin. Eventuell müsste ich da nochmal welche finden. Oder kann ich einfach craften? Leute, die sind wahnsinnig einfach zu craften hier. Da einfach Compressed Tin, Redstone, Kohle. Wir craften uns die Teile einfach und dann habe ich genug davon. Dann habe ich jetzt eigentlich alles, was ich brauche. So, für die. Ich habe noch nicht mal eine Tier 1 Rakete und ich baue schon Triebwerke für Tier 3. Ich habe schon Heavy Rocket Engine. Also, will ich eine richtige Rakete, kann ich nicht bauen, weil ich nicht genug Dash dafür habe. Also, ich kann nicht mit der Tier 3 Rakete starten. Wir müssen erstmal Tier 1 machen und so und dann Richtung Mond und so weiter und so fort. Aber Heavy Duty Blades raus, das kommt alles raus, raus, alles raus. Und jetzt kann ich doch eigentlich den hier machen. Genau, jetzt muss ich noch, nee, nicht E, sondern mein Inventar, die Chestplate rausholen. Die lege ich jetzt hier rein. Und damit habe ich ein Jetpack-Upgrade angezogen. Und jetzt kann ich hier drin fliegen. Passt das? Das jetzt gerade eben. Ich weiß nicht, ob ich das noch einschalten muss, aber. Stopp, habe ich Strom drin? Ah, keine F. Okay. Ich habe das einmal umgecraftet und der Strom, der drin war, hat sich jetzt. So, ich sollte jetzt eine Jetpack-Chestplate haben. Und da passt sogar mehr RF rein als in das andere. Nee, nicht ganz. Weniger RF. Aber ich weiß nicht, ob das genauso viel verbraucht, auch beim Fliegen, als von Simply Jetpacks, das Jetpack. Da kann ich. Ja, aber das Jetpack ist schneller und hat auch kein Feuer, was hinten rauskommt. Ich kann richtig gut jetzt fliegen. Perfekt. Sehe ich eigentlich irgendwo, wie viel Strom das jetzt verbraucht hat? Nee, oder? Oh nein. Nein, 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 nein. Ich habe eben gerade 2 Drittel meines kompletten Stroms verbraucht, indem ich 10 Blöcke hochgeflogen bin. So, Leute. Feierabend. Kein Saft mehr drin. Oder? Jetzt drosselt es ein bisschen. Hä? Hä, Anzeigefehler? Jetzt sind es noch 623 auf. Hä, jetzt kann ich gerade fliegen ohne Ende, oder was? Ich werde dann welchen brauchen, bis ich gleich hier runterfall. Ich brauche Flux Network oder ein paar andere Sachen, damit das klappt. Hilfe? Nein! Moment, ich fliege immer höher! Ich bin bei Höhe 500. Hallo, Hilfe? Hä, ich fliege die ganze Zeit? Warum? Ich mache für 600? 640? 650? 600? Hilfe! Ich drücke gerade gar nichts mehr. Ich dachte, ich falle. Ich mache für 700? Leute, ich bin lost in space. Es war ganz nett mit euch, aber jetzt bin ich sogar von meiner Raumstation weggetrieben. So wie in Folge 1 die Astronauten in Lost Story die falsche Tür erwischt haben, als sie auf Toilette mussten und ins Weltall getrieben sind, dasselbe ist mir jetzt auch passiert. Ich bin einfach gerade 809, 900 Blöcke. Hilfe? Hilfe? Ich bin 1000 Blöcke. Hallo? Hä? Das ist aber mega buggy. Zieh jetzt mal die Chestplate aus. Kann doch nicht sein. Ach, jetzt fange ich an zu sinken, oder was? Jetzt steige ich wieder. Hä? Nein, wenn ich die Chestplate anhab. Wieso ist das ein Bug? Die steigt permanent? Das kann doch nicht sein. Wenn ich die Chestplate ausziehe, sinke ich. Ich drücke keinen Space. Mit Space kann man hochfliegen. Das ist doch safe ein Bug. Und wenn ich die jetzt anziehe, dann rasiere ich wieder nach oben. Wie kann ich das denn? Hallo? Geht nicht. Doch, es geht. Oh mein Gott. Man muss Leertaste drücken für Jetpack, oder? Nein. Ich raff nicht, wie das funktionieren soll. Das war einfach gerade ein Bug. Jetzt falle ich wieder. Okay. Leute, wir müssen nicht bis ganz nach unten fallen. Wir machen slash station home. Oh. Station spawn. Und station home. Was für eine Reise. Da beschlägt ja glatt schon hier mein Glas von hier dem Ding. Von meinem Helm. Also, Chestplate ist arg verbuggt, glaube ich. Vielleicht finde ich es noch raus. Ich werde es mal ein bisschen austesten, aber wir können auch einen Reward dafür claimen, weil wir es gemacht haben. Ein Chisel. Wow. Wow. Gibt er mir einen Chisel? Oh, ich hätte doch hier das Jetpack noch updaten können. Kann ich hier, wenn ich mal da drauf gehe? Iron Thruster? Iron. Einfach alles aus Eisen oder was?
Ich hätte auch hier ja, Jetpack-Upgrade, gibt es auch nochmal Belohnung. Wofür brauche ich denn das hier noch, wenn ich das schon habe? Kann das sein, dass wir auch gar nicht immer alles hundertprozentig erfüllen müssen, weil es keinen Sinn macht? Weil wenn ich in einem Spacesuit ein Jetpack drin habe, warum brauche ich denn dann nochmal ein separates Jetpack? Weil ich kann doch sowieso nur eins anziehen, das zahlt sich in selben Slot. Okay, macht nicht ganz so viel Sinn. Kann auch nochmal hier Sauerstoff holen. Wir können aber auch schauen, womit wir als nächstes weitermachen auch. Dennoch, Leute, Questbuch. Sag mal, ist es schon soweit? Ah, komm, das Arsenal. Entschuldigung. Wir machen uns das Arsenal mit einer Fettbewacht. Ich könnte doch jetzt eigentlich schon eine Rakete bauen, zur Erde fliegen, aber das wäre schon ein schnelles Ende. Aber ein schnelles Ende. Wir haben natürlich noch viel vor. Ne? Wir werden noch andere Planeten besuchen, alles. Aber ich würde sagen, wir... Hier gibt es auch so viele Sachen noch. Warum habe ich eigentlich hier den Network Master? Habe ich doch gecraftet. Achso, weil ich die Kabel nicht gemacht habe, wahrscheinlich. Ja, ein paar Sachen freischalten. Oder auch hier, ich will keine Draws nutzen. Also wir werden nicht alle Quests hundertprozentig machen, weil es uns nicht weiterhilft. Ich brauche doch keine Draws, wenn ich ein Simple Storage habe und alles automatisch gelagert habe. Und bei ME ist eine andere Geschichte, können wir uns überlegen. Aber ich glaube, Simple Storage wird eigentlich fürs Erste reichen. Ich will schon wieder ME-System machen, haben wir in anderen Projekten schon gemacht. Zu Genüge. Die Mob Learning ist vielleicht noch so ein Ding. Das hatten wir zuletzt in Sky Factory vor über einem Jahr. Oder vor einem Jahr circa. Haben wir Sky Factory 4 gespielt, da haben wir die Mob Learning gemacht. Ja, und ansonsten haben wir auch noch viel von Thermal Expansion. Können wir mal gucken, ob uns die Sachen hier irgendwie mal durchcraften oder so, wenn wir genug Material von allem haben. Aber so erstmal zum weiteren Projektausblick. So Leute, kleiner Folgenschnitt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Bis dann. Ciao, ciao.